Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Bayerischen Nationalmuseum in München. Sie befinden sich mit mir oder Sie schauen mit mir in den Mars-Venus-Saal dieses prächtigen Hauses an der Prinzregentenstraße, das 1856 gegründet worden ist und hier an dieser Stelle seit 1900 sitzt. Sie sehen es vielleicht, ein historistischer Bau, denn wir stehen in einem Saal, der gotische Anmutungen hat. Das Museum selbst, eines der großen europäischen Häuser, sammelt aber vieles, alle Gattungen der Kunst, von der Spätantike bis zum Jugendstil. Heute ist ein besonders festlicher Tag, denn ich freue mich, dass wir besondere Gäste haben. Nicolas Köckert und Johanna Meyer werden uns eine festliche Stunde mit ganz besonderer Musik bereiten. In diesem Saal, der Mars-Venus-Saal heißt, weil hinter mir eine große Bronzegruppe steht, die Mars und Venus zeigt. Gegossen kurz vor 1600 von Hubert Gerhard, einem der ganz großen deutschen Bildgießer, der hier in München gewirkt hat. Mars, der Gott des Krieges, Venus, die Göttin der Liebe. Sie ringen miteinander. Hass und Liebe ringen miteinander. Das ist ein uraltes Thema, das ist aber auch ein Thema, das immer aktuell ist. In allen Gattungen der Kunst, in der Bildenden, in der Darstellenden, aber auch in der Musik. Ich freue mich jetzt auf diese Musik zusammen mit Ihnen und freue mich, dass Nicolas Köckert hier ist. Ein Virtuose aus einer renommierten Musikerfamilie, der eine beachtliche Karriere als Professor in Wien an der Privatuniversität für Musik in den Jahren 2011 bis 2018 und seitdem fortgeführt an der Kaleidos Universität für Musik in Zürich, auch junge Menschen in Musik unterrichtet. Er ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und ich will hier nur nennen, dass er der erste deutsche Preisträger des berühmten Tschaikowski-Wettbewerbs in Moskau und Montreal gewesen ist, dass er den Kulturförderpreis des Freistaates Bayern trägt und vieles, vieles mehr. Wenn er heute auf der Geige unsere Ohren bezaubert, dann wird er begleitet von Johanna Meyer mit dem Klavier und mit dem Cello. Frau Meyer ist momentan noch Studierende, wird ausgebildet an den Hochschulen von Augsburg und Detmold und wir freuen uns auf diese wunderbare Zusammenarbeit. As I know, Nicolas Köckert has a large fan group all over the world. Welcome in all the countries in the Bayerisches Nationalmuseum. Nun übergebe ich das Wort an den Künstler selbst und freue mich mit Ihnen auf diese Stunde. So, hallo. Wir freuen uns sehr, heute in diesem wunderschönen Mars-Venus-Saal im Bayerischen Nationalmuseum München unser Livestream-Konzert bestreiten zu dürfen. Und wie Sie alle wissen, sind ja sämtliche Konzerte durch Corona also abgesagt worden. Und ja, für uns ist das eine besondere Challenge und auch eine besondere Ehre, hier in diesem wunderbaren Saal die Menschen mit unserer Musik zu erfreuen, hoffentlich. Ja, und wir wünschen Ihnen viel Freude und hoffen, dass alles gut klappt mit der Übertragung. Ja. Hello, we are very happy today to be here at Mars-Venus-Saal at Bayerisches Landesmuseum, Nationalmuseum München. As you know, we live in difficult times with this Corona stuff and a lot of concerts, almost all concerts were cancelled. So for us it's a special challenge and special honor to perform here this live stream concert today for the museum. And we hope to make your hearts happy with our music. So please enjoy and see you soon. I give the word to my musical partner today, Johanna Meyer, cello and piano. She will a little bit talk about our program today.
Ja, wir starten mit dem Geburtstagsjubilar Ludwig van Beethoven, der dieses Jahr 250 Jahre alt geworden wäre. Wir spielen seine 5. Violinsonate, Opus 24, in F-Dur. Und sie wird auch genannt die Frühlingssonate, was für uns auch ein Anlass war, das Konzert so zu nennen, ein Frühlingskonzert. Wir befinden uns ja gerade in dieser Jahreszeit und wir freuen uns, hier zu sein und zu spielen. Yeah, we would like to start with Ludwig van Beethoven, who has his birthday jubilee, his 250th, and we now play his Sonata for Violin and Piano, Opus 24 in F major, the Spring Sonata, and this is also our title for today, a spring concert in this season. It has four movements, and we would like to correct it. It is not Opus 25, but 24. So thank you for watching and enjoy. Thank you.
Wir machen weiter mit dem Wiegenlied von Richard Strauss, das ursprünglich aus einem Liederzyklus stammt, also für Sopran und Klavier geschrieben wurde, Opus 41 Nummer 1. Ich habe die Sopranstimme transkribiert für die Violine. We would like to go on with the lullaby from Richard Strauss, which is originally composed for soprano and piano, and I transcribe the soprano part for the violin. Gern möchte ich die kleine Umbaupause nutzen, um noch einmal im Namen des Referenten für Musikinstrumente im Nationalmuseum, Bayerischen Nationalmuseum in München, zu begrüßen und ganz kurz zu erklären, was dieses Haus mit Musik zu tun hat, außer der Tatsache, dass hier in unserem schönen Maslinus-Saal mehrmals im Jahr Konzerte gegeben werden, normalerweise mit Publikum. Zu den Sammlungsgebieten des Museums gehört seit der Gründung, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, das Feld der Musikinstrumente. Wichtige und besonders kostbare Instrumente kamen ganz zu Beginn durch Schenkungen vom Königshaus ans Museum und später wurden Stücke eingekauft. Das Interessante bei diesen königlichen Schenkungen ist, dass es alles Instrumente waren aus dem privaten Musizieren der Wittelsbacher Fürsten, Prinzen, die vom 17. bis 19. Jahrhundert alle mindestens ein Instrument spielten, teilweise auf ganz gutem Niveau.
Später kamen Instrumente aus der Hofoper mit in die Sammlung, sodass sie in unserer Dauerausstellung verschiedene Aspekte des Musiklebens bei Hofe erleben können, in einer kleinen, aber feinen Dauerpräsentation. Wir machen in dieser Dauersammlung auch regelmäßig Matineen auf historischen Tasteninstrumenten und damit noch nicht genug. Musikliebhaber kommen auch im gesamten Museum auf ihre Kosten, weil es zahlreiche faszinierende Präsentationen, Darstellungen gibt von Musikszenen auf Tapisserien, auf Gemälden, auf kostbar geschnitzten Möbeln, in Porzellanfiguren oder silbernen Tischaufsätzen. Also kommen Sie ab morgen, morgen öffnet das Museum wieder, um sich diese verschiedenen musikalischen Dinge anzuschauen. And also for the international audience, I'd like to welcome you once again here in the Bayerischen National Museum in Munich. To explain in one word only what the connection between this museum and music is. Apart from the Mars Venus Hall, where we give concerts several times a year, of course, with audience usually, we also have in this large Museum of Applied Arts an important collection of musical instruments, which was begun just after the foundation of the museum in the mid-19th century, with donations from the royal court. And many of our instruments are from private possession of the Wittelsbach rulers, the princes of Bavaria, who from the 16th century till the 19th all learned at least one instrument, and several of them got to quite a good level. Besides that, we've got impressionistic work, and from this, the first and second movement. Thank you.
Seiner Cembalo-Sonaten und ein Komponist namens Johann Halvorsen hat das Thema daraus genommen und bearbeitet für Cello und Geige als Passacaglia mit Variationen. So we would like to go on with Passacaglia from Handel, which is also originally a Cembalo Sonata, and the composer Johann Halvorsen took the theme and transcribed it for cello and violin. Thank you.
William Crawl, Banjo and Fiddle. Now we continue with the next piece by William Crawl, Banjo and Fiddle. Das letzte Stück spielen wir nun für Sie, Chardasch von Monti. Viel Spaß!
Stay healthy and all the best from us. Thank you for watching this, so to say, pre-reopening concert. As you know, the museum will open tomorrow, so if you want to come here, it's very nice. Dankeschön fürs Zuschauen. Es war sozusagen ein Wiedereröffnungskonzert, weil morgen das Museum wieder eröffnet. Also falls es Ihnen gefallen hat hier, kommen Sie in die Räumlichkeiten. Es ist sehr schön. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss.